Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es von mir ein Video, was sich mega, mega viele gewünscht haben. Und zwar zeige ich euch, wie ich meine Instagram-Fotos bearbeite. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, aber ich habe ja momentan diesen Papier-Squishy-Account als creatislive.ps. Könnt ihr mir super gerne einmal vorbeischauen und folgen. Poste ich wirklich tagtäglich super coole Bilder. Kam schon öfter die Frage in den Kommentaren, wie ich meine Bilder bearbeite. Dachte mir, das Bild muss ich jetzt eh noch bearbeiten, was heute online kommt. Deshalb dachte ich mir, kann ich euch einfach gleich mitnehmen. Ja, und ich würde sagen, ich denke, das wird auch nicht so ein langes Video. Ich denke, das wird eher ein kurzes Video. Und bevor wir damit anfangen, geh doch einmal nach unten und schau, ob du mich schon kostenlos abonniert hast und ob du auch die Glocke aktiviert hast, denn das ist nämlich sehr, sehr wichtig, Videos hochzuladen und das leider zu unterschiedlichen Zeiten. Deshalb ist es immer ganz unterschiedlich, wann ich, wie gesagt, Videos hochlade. Und wenn du die Glocke aktiviert hast und die Benachrichtigung anhast, dann bist du auf der richtigen Seite und bekommst jedes Mal mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, es ist draußen so, so warm, dass man auch im T-Shirt draußen sein kann. Krass, oder? Und ich kann diesen Hut auch abmachen. Aber ich habe ihn gerade aufgehabt für Bilder. Ich würde sagen, ich zeige euch das gleich einfach mal auf meinem Handy, wie ich das mache. Das mache ich nämlich mit der App PicsArt. Die gibt es auf allen Geräten, also auf Android und iOS. Und ja, das ist wie gesagt diese ganz typische Art, wie ich meine Bilder bearbeite, auf diesem Squishy-Account zumindest. Also es ist jetzt nicht so eine normale Fotobearbeitung, sondern einfach diese Emojis, die ich eben in den Hintergrund mache und dann das Ganze unscharf und welche Gadgets oder welche Funktionen ich dafür nutze, das zeige ich euch gleich an meinem Handy, damit ihr das sehen könnt. Ich denke, so kann man das einfach am besten nachvollziehen. Natürlich könnte ich euch auch hier irgendeine Screen-Aufnahme einblenden, aber ich denke, das ist nicht so effektiv, als wenn ihr sehen könnt, so direkt, was ich wo auf meinem Handy tippe. Ich denke, das ist einfach einfacher für uns beide. Ja, ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video helfen. Und jetzt, let's go zu meinem Handy. So, als erstes brauche ich natürlich ein Bild. Ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht mit meinen Squishies. Da habe ich einmal diese drei zur Auswahl. So, ich habe mich jetzt für dieses Bild hier entschieden. Dann seht ihr hier mein Handy und zwar mache ich das Ganze mit der App PicsArt. Da gehe ich rein. Das Ganze ist wie gesagt kostenlos, also muss man nichts für bezahlen. Dann gehe ich hier unten auf das Plus. Dann suche ich hier mein Video aus, beziehungsweise das Foto meine ich, was ich bearbeiten möchte. Und dann mache ich eigentlich gar nichts so an der Farbe oder an Filtern, sondern dann gehe ich eigentlich immer hier bei Aufkleber. Und dann gebe ich eben den Emoji ein, den ich gerade als Squishy in der Hand habe, sage ich mal. Also sind ja so alle Bilder von mir aufgebaut. Und dann gebe ich hier halt eben das Wort ein, also Fire oder so. Und dann gebe ich halt so lange ein, bis ich was finde, was mir gefällt. Fire Emoji oder so. Weil es sind ja halt alles Emojis, die ich nachbastel. So, und dann gibt es hier meistens schon solche fertigen Collagen, sage ich mal, wo halt ganz viele von den Emojis da sind. Oder halt auch solche Crowns, also solche Kronen. Und da suche ich mir was aus, wenn es das wie gesagt nur einzeln gibt, dann zeige ich euch gleich auch nochmal, wie ich das dann mache. Aber ich denke, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das ist jetzt wie gesagt schon fertig, das ziehe ich dann groß, halt über das ganze Bild. Und dann radiere ich das weg. Meistens mache ich das mit dem Finger, aber manchmal auch mit so einem Stift, wenn es so ganz kleine Feinheiten sind, kann man dann eben alles so ausreduzieren. Also dann schneide ich halt alles aus, was halt mein Gesicht ist, sage ich mal. Und eben auch eben der Squishy, wenn es über dem Squishy wäre. Und das mache ich dann erstmal die ganze Zeit. Und je nachdem, wie grob bzw. wie sauber oder ausführlich ihr das macht, wenn ihr zu viel weggemacht habt, so wie hier, könnt ihr hier auf den Stift gehen und das Ganze wieder malen. Müsst ihr natürlich wieder umschalten. So, und das mache ich dann so lange, bis ich eben alles so für mich perfekt ausgeschnitten habe. Dann gehe ich auf den Haken, auf Anwenden. Ich zeige euch jetzt noch einmal kurz, wie ihr das machen könnt, wenn ihr jetzt nur einen einzelnen Emoji habt oder so einen ganz speziellen Emoji, den es noch nicht in solchen flächendeckenden, wie auch immer, gibt. Dann könnt ihr hier auf Pinsel gehen, dann könnt ihr auf diese Muster hier gehen, dann auf Suche, dann könnt ihr hier wieder bei den Emojis einfach aussuchen, Fire Emoji, dann geht ihr hier eben auf den einzelnen, wenn es nur einen einzelnen gibt. Und dann könnt ihr die halt auch platzieren, das mache ich dann auch manchmal. Dann könnt ihr die eben so klein machen und könnt ihr auch hier die Größe verstellen. Dann könnt ihr auch solche dicken Flammen, sage ich mal, machen. Oder eben auch klein, und das mache ich dann ganz gern so versetzt. Und dann habt ihr eben den gleichen Effekt, ist halt ein bisschen anstrengender. Ihr könnt halt aber auch so malen damit, dass es dann halt überall ist. Oder ihr nehmt einfach ganz verschiedene Emojis und setzt die oder ordnet die eben ganz unterschiedlich an. Manchmal benutze ich allerdings auch noch für meine Bilder diesen Sparkle hier, also da setze ich halt so ein paar kleine Sparkles dazwischen. Das habe ich am Anfang gemacht, das mache ich momentan aber gar nicht mehr, weil ich das gar nicht mehr so schön finde. Und das mit den Emojis mache ich halt, dass mein Feed einfach schön bunt aussieht, weil ich mag das irgendwie. Und das wirft dann nochmal den Emoji so ein bisschen
in den Mittelpunkt, sage ich mal. Und dadurch sieht das halt alles irgendwie so total schön bunt aus und das mag ich. Ja, deshalb mache ich das eben auch so. Aber ich werde das dann auch ein bisschen verschwommener machen, damit halt der Squishy-Emoji raussticht und nicht von den anderen hier überdeckt wird. Manchmal, wenn das so ein Emoji ist, also so ein Gesichts-Emoji, sage ich mal, dann mache ich meistens auch noch irgend sowas für mein Gesicht. Also wenn das zum Beispiel so ein Emoji ist, der die Zunge rausstreckt, mache ich halt, weil wenn ich das Foto aufnehme, mache ich halt direkt so die Pose, wie als wenn ich die Zunge rausstrecken würde. Und dann bearbeite ich halt, also dann suche ich halt bei diesen Aufklebern hier unten so ein Zungen-Emoji eben. Und dann schneide ich davon die Zunge aus und setze sie dann eben so auf mein Gesicht. Das habe ich zum Beispiel auch bei diesem Herzchen-Emoji gemacht oder so. Ja, ich finde PicsArt ist voll gut. Das ist halt so ein billiges Photoshop, würde ich sagen. Und damit kann man, denke ich, ganz gut arbeiten. Und ja, nachdem ich das dann so habe, um die Emojis verschwommen zu machen, gehe ich dann hier unten auf Effekte, dann auf Unscharf. Hier, das erste ist so, das ist Blurrer. Keine Ahnung, warum das Prime ist oder Premium, was auch immer. Jedenfalls gehe ich darauf, aber das mache ich nie wirklich stark. Also irgendwie immer so ganz, ganz, ganz leicht, dass man es nicht wirklich erkennt. Und dann gehe ich hier oben auf den Radierer und dann radiere ich mich eben aus. Erstens bekommt das Bild dadurch, finde ich, so eine bessere Qualität. Es ist halt auch, wie wenn ihr mit einer Kamera aufnehmt und die halt so einen Fokus hat, könnt ihr einfach euch so in den Fokus setzen, sage ich mal. Und dann sieht das Bild irgendwie hochwertiger aus, sage ich mal. Und ja, damit schneide ich das halt dann alles aus, was halt im Fokus sein soll, sprich mich und den Squishy eben. Ja, und that's it eigentlich auch schon. Und ich mag die Bearbeitung irgendwie total und keine Ahnung, ich finde, das ist voll schön, wenn man das halt bei jedem Bild so macht. Ich poste halt hinterher, hinten dran, immer noch so dieses originale Bild, sage ich mal. Aber ich finde das so für vorne, für das Anzeigebild, halt für den Feed am schönsten. Ja, ist halt einfach schön bunt. Habt ihr es eben in eurer Galerie. Und dann poste ich es auch schon auf Instagram. Wenn ihr mehr Lust auf irgendwelche Tutorials habt oder irgendwas gesehen habt, was ihr nicht wisst, wie es geht, schreibt mir das auch super gerne in die Kommentare. Ich kann euch versuchen, dazu ein Tutorial zu geben oder eine Erklärung zu machen. Ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Was mich auch mal sehr interessieren würde, ist, kennt ihr eine ähnliche App? Irgendwie sowas ähnliches wie PicsArt, wo man die gleichen oder ähnliche Funktionen hat, nur irgendwie besser und irgendwie mehr Funktionen? Dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ich das in den Kommentaren von euch lesen könnte. Also irgendwelche App-Empfehlungen, was so Bildbearbeitung angeht, was so eure Favorites sind, ohne die ihr gar nicht könnt. Ich bearbeite, wie gesagt, hauptsächlich meine Bilder, auch meine Thumbnails bearbeite ich mit PicsArt. Bin damit eigentlich auch immer richtig zufrieden, deshalb ja, habt ihr irgendwelche Alternativen oder irgendwelche Apps, wo ihr sagt, das sind meine absoluten Edit-Must-Haves. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich da von euch in den Kommentaren was hören kann. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich hoffe sehr, dass ich euch helfen konnte. Ich habe jetzt Osterferien und habe jetzt Zeit, für euch Videos vorzuproduzieren bzw. Videos zu drehen. Also schreibt mir alles Mögliche an Videoideen oder Videos, die ihr unbedingt von mir sehen möchtet, in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, von Anregungen von euch zu hören. Und dann werde ich das ein oder andere auch auf jeden Fall in die Tat umsetzen. Und am Sonntag würde ich mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid zu meinem Papier-Squishy-Sonntag. Abonniert mich doch nochmal kostenlos, aktiviert auch super gerne die Glocke, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, zeigt mir doch super gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Oder auch ein Daumen nach unten, wenn nicht. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bei einem meiner anderen Videos morgen oder auf meinen anderen Social-Media-Kanälen wiedersehen. Bis dahin, ciao, hab euch lieb!